Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der WWE 2K19 Karriere. Wir sind zurück bei Raw und wie kann es auch noch besser sein, als zum SummerSlam zurück zu Raw zu kehren? Und ich würde sagen, wir quatschen erstmal mit Kurt Angle und lassen uns mal hier mit einem schönen Fresskorb am besten begrüßen. Ich hoffe, da ist ordentlich Wascht drin. Hank von Valo mag nämlich Wascht. So, was denn? Hey, schön, dass du da bist. Mojo Rawley will heute Abend ein Extreme Rules Match gegen dich. Ich denke, es wäre eine tolle Ergänzung für die Show. Also würde ich das gerne offiziell machen. So fällt Mojo Rawley, Mann, geh weg. Finn Bella ist doch, glaube ich, etwas interessanter. Was hat er so? Ja, wir haben wirklich einiges zusammen erlebt. Aber ein Kapitel unserer Geschichte muss noch geschrieben werden. Du standest schon an der Seite des Demon King, aber du bist noch nie gegen ihn angetreten. Hoffnungslos unterlegen und in dem Bewusstsein, dass du erledigt bist. Ganz egal, wie es... Alter, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, hier passiert denn noch tatsächlich was Spannendes. Die Frage ist also, wie soll unsere Geschichte deiner Meinung nach enden? Willst du den Demon King ins Auge blicken und die Ehre haben, ein weiteres deiner Opfer zu werden? Oder willst du für den Rest deines Lebens weglaufen und hoffen, dass er dich nicht findet? Ich habe zufällig auch einen Dämon in mir. Es passt doch, Mann. Ey, Alter, wie geil ist denn das? Damit habe ich überhaupt nicht jetzt gerechnet. So, Leute, und hier seht ihr diesen epischen, genialen Ladescreen und ich denke mal, das ist jetzt tatsächlich was wir so noch nie erlebt haben hier in diesem Modus, dass wir wirklich nochmal gegen den Demon Baylor antreten können. Also finde ich cool, war auf jeden Fall der richtige Schritt, hat jetzt zwar ein paar Wochen gedauert, aber auf jeden Fall mit Finn Balor, dem Demon, da wird es jetzt Payback geben und ich denke mal hier Hank von Valo, das ist ja der Dämon von Evo 2K, oh mein Gott, jetzt habe ich das Rätsel gelüftet. Nein, nein, nein. Hank von Valo gegen Finn Balor, der Dämon. Der Demon. Entschuldigung, ich sag mal der Dämon. Der Demon. Der Demon Balor. Ist halt so, wenn du so hier, keine Ahnung, so auf dem Ort wohnst hier so. Der Dämon. Ich sag immer Tomatsche. Sowas halt hier. Ist halt so umgangssprachlich. So, auf jeden Fall kommt jetzt erstmal beim SummerSlam Hank von Valo. We want to walk with von Valo. We want to walk with von Valo. Was ist das denn? Hä? Was zur Hölle ist das denn? Wo sind meine Haare? Wo sind meine... Hä? Was soll das? Was passiert hier? Ja, es ist jetzt schon klar, dass ich jetzt hier das Devin-Gimmick habe. Aber warum muss ich das haben? Wo sind meine Haare? Ich habe die doch nicht extra abrasiert für das Match. Hoffentlich sind sie morgen wieder da. Oh mein Gott. Na gut. Dann ist das halt so. Oh Gott, ey. Was hier passiert, damit hat, glaube ich, jetzt niemand gerechnet. Das wird ja noch kurioser. Ja, komm her, Finn Bella. Macht's bereit hier. Ich mach dich sowas von fertig. Wie ich noch jemanden fertig gemacht habe. So, und da ist der gute alte Demon Baylor. Schauen wir, was der Knabe so kann. Ob er was kann. Da hoffen wir auf jeden Fall, da werden wir genauso die Hütte heute abreißen, wie wir das gestern gegen Nakamura gemacht haben. Ich habe ja große Hoffnung, weil der so ein hohes Rating hat, dass das ein interessantes Match werden könnte. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht Extreme Rules. Ich weiß es jetzt aber leider nicht. Aber ich meine, das wäre ein normales Match. Na, wo bleibt er denn? Da passieren tatsächlich doch noch interessante Dinge hier. Und da ist er, der Demon Baylor. Ja. Wart's nur ab. Finn Balor. Ich mach's platt. Aber trotzdem, das mit meinen Haaren ist doch bescheuert. Rasieren die mir einfach die Haare im Backstage-Bereich, ohne mich zu fragen, ob ich das gerne hätte? Aber wir müssen im Undertaker mal so einen Entrance erstellen. Balor. Na gut.
Dann überspringen wir das mal, sonst dauert die Folge hier viel zu lange. My entrance was better. Wie sehe ich denn aus, Mann? Frechheit, ey. Warum sind seine Haare denn noch da? Wo sind meine Tattoos? Ah, scheiße, es war zu früh. Oh mein Gott. Oh, Bella ist hier aber gut ruppeln, ja? Oh, ein bisschen von meinem Tattoo sieht man tatsächlich hinten. Der untere Teil. Ah, er hält mich fest, Mann. Natürlich geht das gut. Wie kann es anders sein? Also irgendwie in der Kamura war ein bisschen leichter, aber finde ich jetzt nicht verkehrt. Wie ich einfach nichts kontern kann. Ich muss das Match auf jeden Fall gewinnen, sonst... Scheiße, ich dachte, ich muss jetzt X-Kreis drücken. So, jetzt aber mal hier. So, erst nochmal hier auf den Fuß treten von ihm. Ah, du Knödel, Mann. Hat der eiskalt eine Glatze, ey. Wie sieht denn das aus? Kann ich mich aufrege hier. Ja, komm, die sitzt mal ordentlich. Dann kriegst du noch eine. So, komm, machen wir das Match ein bisschen draußen weiter. Das wird garantiert gekontert, ey, wie ich dieses Spiel kenne. Scheiße, Mann, falscher Signature, ey. So, mal ein bisschen aufräumen. Weg mit den iPads. So, es ist übrigens immer noch hier der Falcon Arrow. Ich muss es noch ändern. This is awesome. So, ich komme jetzt angeflogen, Junge. Ach, du Penner. Scheiße. Nein! Oh, warum kann ich nicht kontern, ey? Jetzt kann ich kontern. Ja, yeah. Bella. Oh, er hat ein Comeback. Wäre aber Schwachsinn, wenn er das jetzt einsetzen will. Oh, er rollt sich raus. Aber er ist ja nicht wie die Online-Gegner, die dann nicht mehr zurückkommen. Komm, lass mich was zeigen. So, Elbow Drop sitzt. Er tritt einfach mal vorbei hier. Oh, Dankeschön, Finn Bella. Komm! So, jetzt Schoolboy Superkick. Oder reißen wir die Hütte mal wieder ein bisschen hier ab. So, raus mit dir. Der Mann mit der Glatze. Jawohl.
Mann, ey, Reverse wieder. Aber ich komme jetzt auch zu dir, während du da hier so Speeränzchen machst. Warum unterbricht denn der Ringrichter hier in letzter Zeit so oft? Nur weil der einen dunkelroten Oberkörper hat, Mann. Ich denke, das ist ja Demon Bella. Oh, er kontert. So, jetzt wird wahrscheinlich hier gleich mal der nächste Schoolboy kommen. Ganz knapp. Buyaka. Was ist los, ne? Bella. STO. Komm. So, F5. Ist das die Entscheidung? In dieser epischen Schlacht. Ja, bei gestern Nakamura fand ich es irgendwie cooler. Oh, Bella kommt nochmal raus. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Aber irgendwie habe ich auch dran geglaubt, ich komme durch. Nein, wieder der Reversal. So, komm, probieren wir mal hier so eine Aufgabe oder sowas. Oh Gott, wie schlecht ist das denn? Das lassen wir lieber. Einfach schon mal wieder bei 65%. Hinauf mit dir, mein Freund. Oh nein! Na, oh, Gott sei Dank gekontert. Ich will das jetzt mal durchziehen. Auch wenn es jetzt zu lang dauert, aber ich will das durchziehen. So. Hi. So, reißen wir ihm mal den Kopf ab, oder? Schön in der Mitte hier. Oh, und da bringen wir den Demon zur Aufgabe. Hank von Valo, der Demon des Evo 2K. Ohne Haare heute. Ich glaube, das war nämlich das, was Bella so verwirrt hat. So, alles klar, jetzt haben wir irgendwie... Ah, jetzt geht's weiter. Ja, Mann. Faustdicke Überraschung beim SummerSlam. Wer hatte das gedacht? Aber ich hätte gerne meine Haare zurück. Das kann ich mir echt sogar geil vorstellen mit der Haarfrisur, die meiner hat. So, diese Optik. Follow the von Valo. Bitte jeder von euch. Ja, Leute. Oh, morgen wird's ja richtig interessant. Braun Strowman eventuell unser Gegner. Also auf jeden Fall, das war's dann wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint auch gerne meinen Discord-Server. Der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Der tägliche Upload-Plan um 12 Uhr jeden Tag eine neue Folge von der WWE 2K19 Karriere. Um 14 Uhr jeden Tag eine neue Folge Road to Glory. Und um 16 Uhr jeden Tag eine neue Folge vom Community Universe, dem Eververse. Wenn ihr da mitmachen wollt, schaut euch dazu mal das Video in der Videobeschreibung an. Dann baut euch einen Charakter anhand dieser Teilnahmeding. Und wenn alles passt, werdet ihr auch dort hinzugefügt. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet und meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlasst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin jetzt raus, bedanke mich fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.